Kapitel 6 Bilder eines Saiyans. Ein Tausch der Reiche. So wenig Heimatgefühl herrschte bei diesen Pokémon also? Ihre Besessenheit mit zufälligsten Elementen war eine Sache. Doch die Bereitschaft dafür, ihr eigen Reich aufzugeben. Niemals könnte ich mir so etwas Grässliches auch nur vorstellen. Meine Heimat ist mir am wichtigsten. Das Nichts ist mir wichtiger als mein Element. Wobei, nun, vielleicht ändert dies auch meine Sicht der Dinge. Denn immerhin ist meine Heimat mein Element. Würde ich nicht im Nichts wohnen, doch dem Void die gleiche Rolle zusprechen? Nein! So eine Vorstellung übersteigt meinen Horizont. Die bloße Vorstellung, dass ich irgendwo anders leben könnte. Die bloße Vorstellung, dass in meiner Heimat etwas ist. Gras, Hügel, Felsen, schwebend oben am Himmel ein riesiger Turm. Ich habe ihn wahrlich vor Augen. Ein Ort, an dem ich niemals leben könnte. In meinem eigenen Reich, bewohnt von wenigsten, versteckt vor den Augen der Mon. Hinabblicken kann ich vom höchsten Punkt meines Turmes, den gelben Himmel über mir. Grauenhaft! Alleine beim Gedanken spürte ich die Materie um mich herum, doch vor allem die Zeit. Wie sie verrinnt, wie die Welt sich wandelt. Wann soll es aufhören? Dieses Gefühl der laufenden Zeit. Könnte es wahrlich Wesen geben, die dieses tolerieren? Ja, gar genießen. Doch scheinbar gab es diese. Ich dachte an Lunas Worte. Palkia und Dialga. Stimmen des Lebens und Wächter über Raum und Zeit. Dialga. Dialga. Ein Name, welcher mir durch den Verstand hallt, ihn in heißestes Feuer stürzt. Allein sein Klang, er war noch schlimmer als das bloße Konzept von Zeit. Nur ein Gedanke an die Urgestalt. Riesig, blau, ein großer Kristall in seinem Kern. Die vier spitzen Beine, beinahe wie ein Pferd. Wie konnte Arceus es wagen? Die Ausgeburt von allem, was falsch war, zu erschaffen. Doch um Dialga würde ich mich ein andermal kümmern. In nicht ferner Zeit. Beinahe naher Zeit sogar. Zeit. 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 Das will ich dir auch raten. Sonst mache ich's für dich. Ihr wollt zu Terra und diesmal bin ich dabei. Also kommst du nicht wieder ums Fragen rum. Wenn er Nein sagt, dann sagt er das eben. Und wenn nicht, seid ihr beide glücklich. Also, wollen wir uns dann auf den Weg machen. Selbst wenn du Angst vor dem Sturm hast, bis zum Sumpf schaffen wir es mit gesundem Tempo auf jeden Fall vorher. Am Sumpf kann ich mich aber nicht unterstellen. Das ist doch gerade der Grund, warum er so toll ist, um den Mond zu betrachten. Hier in der Gegend habt ihr Höhlen. Die vermutlich geflutet sind, sobald der Regen so stark wird, wie ich es erwarte. Und du kennst mich. Ich hab nicht Unrecht, wenn es um den Sturm geht. Und am Sumpf wird es nicht viel mehr geben als ein paar Tropfen und Windböen. Und Blitze, die deine Nähe nicht erreichen werden. Also was ist dir lieber? Geflutet? Du weißt, dass deine Höhlen heute Nacht überflutet werden und du willst nichts unternehmen? Und du behauptest, dass Stürme ein Segen wären? Das Wasser, welches durch die Gänge schießen wird,
ist alles andere als ein Nachteil. Man muss sich immer anpassen. Wer bereit ist, sich an die Welt, in der wir leben, anzupassen, der lernt den Sturm zu lieben. Die Bewohner wissen ja, Hab und Gut sicher zu lagern oder zu verlagern, wenn der Regen naht. Das Wasser wird fließen, in der Hitze direkt bei Ende des Regens kochen, was bereits für die Bewohner der Lava ein wahrer Genuss ist. Es ist ihre einzige Möglichkeit, mit Freude statt mit Schmerz in Kontakt mit Wasser zu kommen. Zudem beginnt das Wasser in den Felshöhlen, nur durch Stein getrennt von Lava und Magma, schnell zu verdunsten. Und nach wenigen Stunden bleibt nichts als das alte Heim in neuer Sauberkeit und Frische. Ihr beiden scheint ja viel Austauschbedarf zu haben. Wie wäre es, das auf den Weg zu verlegen? Ich will hier weg. Baldestmöglich. Erst durch meinen Ausruf schrecken sie überhaupt wieder auf, die beiden Streitenden. Zwar fand ich mich, zu eigener Überraschung, in jenem Gespräch auch deutlich parteiisch zu einer Seite geneigt. Aber das änderte nichts daran, dass der Weg voran meine Priorität war. Da bin ich allerdings auch für. Also siehste Luna, du bist überstimmt. Je länger wir zögern, desto nasser wirst du am Ende des Tages. Das X-Bad blickte kurz auf Groudon. Anschließend länger auf mich. Erst im Anschluss fand sie endlich Worte. Also gut, dann machen wir uns eben auf den Weg. Geh vor, Groudon. Du kennst den Weg hier. Ich hatte wenig den Eindruck, dass sie selber den Weg nicht kannte. Eher wirkte es, als läge ihr Interesse daran, das Tempo zu senken. Was wenig Sinn machte. Ja, Groudon war langsamer, als sie es war. Also lief der Leiter der Gruppe nun langsamer als die vorige Flug. Aber letztlich war es beides gleich schnell. Denn egal, wer vorne stand, auf mich mussten sie warten. Auf dem Weg weiter schien es für Groudon aus unverständlichen Gründen von Bedeutung, mir Fragen zu stellen. Fragen tiefgehender als Lunas gewöhnliches: Wie gefällt es dir denn? Jetzt sag mal Tempo. Dass du in diesem Nichts lebst, das habe ich ja verstanden, aber hast du auch irgendeine Ahnung, wie das, naja, wie das kommt? Wenn es dort nichts gibt, wie der Name sagt, wie kommst du dann dorthin? Du kannst ja einfach nicht mit dem Ort entstanden sein, wenn da kein Ort ist, der entstanden ist. Verstehst du, was ich meine? Natürlich verstand ich. Immerhin war ich kein Narr. Gleichermaßen jedoch. Hatte Groudon gewusst, was meine Antwort werden würde? Denn nur eine war logisch. Das müsste doch auch er wissen. Woher soll ich das wissen? Alles, woran ich mich erinnere, ist zu existieren. Dort, wo nichts sonst existiert. Zu sein, wer ich bin, an jenem Ort, an dem niemand sonst sein könnte. Der nächste Kontakt, den ich zu Materie je hatte, waren meine Treffen auf die Sterne. Flecken von Materie, die sich bilden wollen, inmitten meines schönen Nichts. Kann es vielleicht sein, dass du selber einmal ein Stern warst? Niemals! Ach, keinesfalls! Ich könnte nicht so hassen, was ich einst war. Aber irgendwoher musst du kommen. Wenn du dich aber mal anguckst. Also, kann es sein, dass es irgendwann einmal in deinem Nichts Zeit gab? Deine ganze Gestalt erinnert mich ein bisschen an eine Uhr, ein Zeitmesser. Wenn man nach deinem Aussehen geht, dann musst du beinahe was mit Zeit zu tun haben. Es hat Gründe,
dass ich aussehe wie eine zerbrochene Uhr von allen Maschinerien. Zeit ist mir ein Graus. Und mein Körper selbst zeugt von dieser Abscheu mit seinem Aussehen. Naja, irgendwoher musst du aber noch kommen. Weil es in diesem Nichts keine Materie außer Sterne gibt. Und du sicher bist nicht aus einem zu stammen. Wartet mal. Wir sagen doch die ganze Zeit von irgendwoher musst du kommen. Aber es gibt außer dieser Welt doch gar kein Irgendwo. Und du bist älter als diese Welt. Aber ganz vielleicht könnte es doch sein. Eigentlich muss es so sein. Was wäre, wenn es schon lange vor diesem Weltenbaum irgendwo im Nichts, naja, etwas gegeben hätte? Vielleicht gab es eine Welt. Vielleicht stammst du sogar aus einer Welt. Aus einer Welt, die es gar nicht mehr gibt. Als eine Art letzter Überlebender. Aus einer Welt? Ich? Niemals. Niemals. So dachte ich zu mir selber. Ich sah sie wieder vor meinen Augen. Dieselbe Landschaft, die Hügel, Gräser, fliegenden Felsen, ein großer Turm im Himmel. Jener Himmel diesmal nicht gelb, sondern dunkel wie Nacht. Alleine der Mond strahlte in starkem Wind und warf durch die Bäume seinen Schatten. Es wirkte alles so klar, ich wollte mich beinahe übergeben. Dieses Gefühl von Zeit. Und Raum. Und Zeit. Das glaube ich nicht. Es würde zwar manches erklären, aber nicht zufriedenstellend. Eine Welt. Niemals könnte ich in einer solchen leben. Mein Verstand zeigt sie mir manchmal auf. Die Bilder einer Welt. Und alleine diese Bilder bringen mich dem Wahnsinn nahe. Wie? Sollte ich dann in einer leben? Auf lange Jahre? Was sagtest du gerade? Dein Verstand zeigt dir Bilder von einer Welt? Du meinst so wie Tagträume. Du siehst vor deinem inneren Auge einen Ort. Ist es immer derselbe oder sind es verschiedene? Derselbe. Jedes Mal. Wieder und wieder. Ich hasse es. Aber wenn du immer denselben Ort siehst. Sag mal, Tempo. Was denkst du, weshalb du diesen Ort siehst? Hast du da auch lieber drüber nachgedacht? Weil mein Verstand mich quälen will. Es ist so viel schlimmer geworden, seitdem ich in dieser Welt gelandet bin. Der dauerhafte Kontakt mit Materie bringt mich um den Verstand. Der Blick Graudons schien Wissen zeigen zu wollen, welches alleine sein Glauben war. Du willst es vielleicht nicht hören, aber hier fügt sich gerade echt ein Puzzle zusammen. Seitdem du in Kontakt mit Materie bist, kommen dir Erinnerungen an eine Welt zurück, die es einst gab, aus der du stammst. Pah! Irrsinn! Nichts als Gerede! Und selbst wenn es wahr wäre, was würde es verändern? Nichts? Rein gar nichts. Selbst wenn ich irgendwann in einer Welt gewohnt hätte, hieße das lange nicht, dass ich wieder in einer sein will. Ich will ins Nichts, wo ich herkomme. Wo ich hingehöre. Der Blick, welchen Luna mir zuwarf, war erfüllt von Zweifel. Aber ihre Zweifel waren mir egal. Sie konnte nicht wissen, wie es sich anfühlte. Die Heimat, welche mein war. Die Heimat, in welche sie und ihre Welt eingedrungen waren. Und wenn ich wahrlich vor unmessbarer Zeit in einer Welt lebte, es würde Dinge erklären, aber es wäre vergangen, lange vergangen.
Heutzutage lag mir nichts an Welten. Nein, weniger. Im Gegenteil. Der Plan stand fest. Wie eh und je. Auch diese Welt. Nichts als eine Ansammlung störender Materie würde zerfallen. Auch dieses Gespräch sollte aber zunächst ein Ende finden, als wir den Rand der felsigen Welten erreichten. All die Lava, der Fels, die ewige Einfarbigkeit. Fast alles davon ließen wir hinter uns. Fast. Zu meiner Zufriedenheit. Denn auch jener Ort, welchen wir nun erreichten, würde kein Lebewesen gewissenvoll als farbenfroh bezeichnen. Neben winzigen Pflanzen schien der ganze Grund durchdrungen von ewigem Schlamm. Graudons Schritte zeigte, dass die Tiefe dessen sich je nach Stelle stark unterschied. Wobei der Schlamm teilweise so flüssig war, dass er nur noch als Wasser bezeichnet werden konnte. Geräuschmäßig war dieser Ort weder angenehmer noch unangenehmer als das Tal, aus welchem wir hervorstiegen. Nun, vielleicht ein wenig unangenehmer. Aber dies lag an der Begleitung. An beiden Orten war der Lärm der Natur nicht mehr gewesen als Blasen, welche aus der Flüssigkeit zuvor Lava, hier Wasser, emporstiegen. Allein liegt der Unterschied, dass das schlammige Wasser deutlich verbreiteter war. Nun, und für die Pokémon mit Fähigkeiten ungleich meiner, dass sie unbeschadeter in Schlamm treten konnten als in Lava. Schande jenen, welche überhaupt treten mussten. Und unter diese Kategorie fiel auch der neueste Naivling, der wahrlich bereit gewesen war, jemandem wie mir zu helfen. Dies war nämlich der schlimme Teil der lokalen Geräuschkulisse. Der metergroße Materieklump, welcher Schritt um Schritt in Schlamm stapfte, mit jedem Auftreten meine nicht vorhandenen Ohren weniger zum Glühen als zum Verzweifeln brachte, da diese Geräusche dieses Untergrundes dem Void sei Dank nicht durchgehend laut und rauschend waren, doch schlicht schlammig, schlicht unangenehm. Zumal mir auch nicht gefiel, wie frei von völlig jedem Windschutz diese gesamte Umgebung war. Guck dich gut um, Luna. Wenn wir Tempo zurückgebracht haben, dann wird das hier deine neue Heimat sein. Meinst du, es aber müsste Terra zustimmen? Und so einen Wechsel gab es ja auch noch nie. Weshalb würde er... Er sollte, weil sein Element deine Heimat in reinster Form ist. Ich glaube, wenn der Kerl nicht so lahm und faul wäre, dass ihm die Reise zum Wald für Besuche zu lang ist, dann wäre er selber schon lang bei dir angekrochen gekommen und hätte dich gebeten. Er nennt sich unironisch Wächter des Forstes, Mädchen. Der Kerl ist besessen von Bäumen und du vom Mond. Deswegen ist das ein guter Ort für dich. Ein ungewohntes Gefühl durchfuhr mich. Etwas traf auf meiner Haut auf. Apropos Besessenheit. Dein Sturm zieht auf, Groudon.